Es ist Winter, es ist kalt draußen und das kann für viele ein großes Problem sein. Und nein, wir meinen nicht die hohen Preise von Gas, Öl oder Strom. Wir meinen die Menschen, für die es im Winter ums Überleben geht, Obdachlose. Aber wie viele gibt es überhaupt in Deutschland? Wer ist davon betroffen und warum sind die Statistiken dazu gerade hier so unzuverlässig? Das zeigen wir euch in diesem Video. Ich bin Daniela und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zweifelsfrei. Bevor wir uns die Zahlen anschauen, müssen wir noch schnell eine Sache klären. Ihr habt es ja gehört, heute geht es ums Thema Obdachlosigkeit. Aber weil das statistisch echt schwer zu erfassen ist, schauen wir uns erstmal Zahlen zur Wohnungslosigkeit an. Das ist nämlich nicht dasselbe. Genauer gesagt ist Wohnungslosigkeit der Oberbegriff. Wohnungslos sind Menschen, die keine eigene Wohnung haben, also weder gemietet noch besitzen sie selbst eine. Ja, und Personen, die bei Verwandten oder Freunden unterkommen oder längere Zeit in Notunterkünften leben. Ja, und eben Menschen, die obdachlos sind, also kein festen Schlafplatz haben. Aber wie viele Menschen sind denn in Deutschland nun wohnungslos? Ja, dazu gibt es unterschiedliche Zahlen und welche Probleme es mit denen auch noch gibt, das zeigen wir euch gleich. Im Jahr 2020 gab es 256.000 wohnungslose Menschen in Deutschland. Das meldete die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, kurz BAGW. Ein Verein, unter dem sich verschiedene soziale Einrichtungen zusammengeschlossen haben. Und diese Arbeitsgemeinschaft ermittelt die Zahlen über ihr eigenes Dokumentationssystem zur Wohnungslosigkeit. Ja, die kommt zustande, weil verschiedene Notunterkünfte und soziale Dienste anonymisierte Daten der erfassten Wohnungslosen dorthin schicken. So will die BAGW deren Lebensverhältnisse einfach besser verstehen. Von den 256.000 Betroffenen leben demnach die meisten allein und alle weiteren seien mit einem Partner oder einer Partnerin bzw. der Familie wohnungslos. Ja, und besonders dramatisch, laut BAGW-Statistikbericht 2020 ist gut ein Drittel der Wohnungslosen jünger als 29 Jahre und dazu zählen auch rund 20.000 Kinder und Jugendliche. Mit all diesen Zahlen gibt es aber ein Problem. Sie sind nicht repräsentativ, sondern lediglich Schätzungen, also halt nicht sehr genau. Das weiß auch die BAGW und sie gibt deshalb für die Schätzung eine Fehlertoleranz von 10% an. Das heißt, die Zahlen können auch höher sein, ja, oder aber etwas niedriger und sie sind auch schon 2 Jahre alt. Deshalb haben wir uns mal nach neueren Zahlen umgesehen und auch welche gefunden, denn auch das Statistische Bundesamt erfasst Daten zur Wohnungslosigkeit. Dort heißt es, 178.000 Menschen waren in Deutschland 2022 ohne eigene Wohnung und in einer Unterkunft untergebracht. Allerdings gilt es nur für den Stichtag der Erhebung, den 31.01.2022 und auch diese Statistik schließt methodische Ungenauigkeiten nicht aus. Die werden deutlich, wenn man sich die Art und Weise anschaut, wie die Daten erhoben wurden. Denn sie basieren auf Meldungen von Kommunen und den Trägern von Notunterkünften. Einbezogen wurden also nur Personen, die sich in Not- oder Gemeinschaftsunterkünften gemeldet haben. Ja, und nicht mitgezählt wurden allerdings Menschen, die bei Freunden oder bei der Familie unterkamen. Und laut einem neuen Bericht der Bundesregierung trifft es aber auf 49.000 Menschen zu. Auch nicht drin in der Statistik sind zum Beispiel AsylbewerberInnen, deren Antrag noch nicht bearbeitet oder positiv beschieden wurde. Und natürlich eben alle, die nicht in Notunterkünfte gehen, aber dazu gleich mehr. Ein weiteres Problem, die beiden Statistiken, die lassen sich nicht so richtig miteinander vergleichen. Die BAGW, die hat die sogenannte Jahresgesamtzahl auf Basis von Datensätzen geschätzt, also alle Wohnungslosen innerhalb eines Jahres. Ja, und das Statistische Bundesamt, das hat, wie bereits erwähnt, nur an einem Stichtag gezählt. Und das auch nur unter untergebrachten Personen. Obdachlose, die auf der Straße leben, die kommen in der Statistik nicht vor. Okay, zu Wohnungslosen gibt es also verschiedene Zahlen und Herangehensweisen. Wissen wir denn dann wenigstens verlässlich, wie viele Menschen davon obdachlos sind? Ja, naja, dazu gibt es eine Schätzung. Der BAGW 2020 sollen in Deutschland rund 45.000 Menschen obdachlos gewesen sein. Aber auch diese Angaben sind nicht so richtig präzise, waren aber lange Zeit die Zahlen, auf die man sich halt verlassen musste, weil staatliche Daten gab es nämlich nicht. Das hat sich mittlerweile geändert. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales oder kurz BMAS hat einen Studienauftrag gegeben und die Neuerung, erstmals wird die Zahl der Obdachlosen nicht geschätzt, sondern mit Hilfe eines komplexen Verfahrens ermittelt. Dazu wurden 1535 Obdachlose aus 151 Städten in Deutschland befragt und ihre Angaben repräsentativ hochgerechnet. Ja, und die MacherInnen der Studie erhofften sich durch die Erhebung eine verbesserte Datengrundlage und genauere Informationen zur Lebenswirklichkeit von obdachlosen Menschen. Ja, und apropos Lebenswirklichkeit, wie reagiert ihr auf obdachlose Personen, wenn sie euch im Alltag begegnen? Mit Hilfsbereitschaft, also spendet ihr regelmäßig, helft mit Lebensmitteln aus oder seid ihr doch eher so ein bisschen überfordert mit der Situation? Schreibt uns das doch mal gerne in die Kommentare.
Ja, und das sind die Ergebnisse. Laut der Studie waren in diesem Jahr 37.400 Menschen obdachlos in Deutschland. Und von ihnen ist die deutliche Mehrheit männlich. Nur gut ein Fünftel sind Frauen und rund 1% wählte die Kategorie divers. Ja, und der Bericht zeigt auch, fast 6.000 Obdachlose sind demnach jünger als 30 Jahre. In der Studie wurden die Betroffenen auch befragt, warum sie ohne festen Schlafplatz und Wohnung leben. Ja, und die Gründe sind vielfältig, haben aber häufig mit Mietschulden oder einer Kombination aus Mietschulden und weiteren Problemen zu tun. Mehr als die Hälfte der Befragten nannte jedoch andere Auslöser, zum Beispiel eine Trennung oder Aufenthalte im Gefängnis. Interessant ist auch, dass laut der Befragung knapp 40% der obdachlosen Menschen keine Notunterkünfte nutzen. Sie tauchen deshalb auch nicht in den Schätzungen und Erhebungen auf, die mit Daten von Unterkünften und sozialen Einrichtungen arbeiten. Ja, und Gründe, warum manche lieber woanders schlafen, gibt es so einige. In den Unterkünften seien zu viele Menschen, es sei zu gefährlich. Viele Betroffene fänden selbst bessere Schlafplätze und viele halten die Notunterkünfte für zu schmutzig. Für diejenigen, die keine Notunterkünfte nutzen oder keine warmen Schlafplätze finden, kann der Winter tödlich werden. Laut BAGW sind im Winter 2021 23 Menschen den kalten Temperaturen zum Opfer gefallen. Und seit 1991 sind mindestens 335 wohnungslose Menschen in Deutschland erfroren. Die Zahlen und Daten zur Obdachlosigkeit sind in Deutschland also oft lückenhaft und selten präzise. Einheitliche Daten für die Europäische Union gibt es nicht und auch bei uns gibt es erst seit Anfang 2022 mit der BMAS-Studie eine wissenschaftliche Hochrechnung zur Anzahl und dem Leben obdachloser Menschen. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, wenn man eine bessere Datenlage schaffen will. Unklar ist aber, wie häufig das Bundessozialministerium diese Befragung wiederholen wird. Das heißt, für eine breitere Zahlenbasis muss weiter geforscht werden. Denn diese Zahlen entscheiden am Ende auch mit, wie und ob politisch gehandelt wird. Ja, und auch wenn das politische Maßnahmen nicht ersetzt, wie ihr Obdachlosen helfen könnt, das zeigen euch die KollegInnen von PULS Reportage in einem wirklich sehenswerten Video. Das haben wir euch in der Infobox verlinkt. Es müssten Methoden entwickelt werden, die sicherstellen, dass weniger obdachlose Menschen durch statistische Raster fallen. Wie es eher nicht geht, das zeigte sich im Sommer dieses Jahres in Berlin. Dort musste die zweite sogenannte Obdachlosenzählung abgebrochen werden. Zum einen, weil es zu wenige Teilnehmende gab, aber auch schon an der ersten gab es Kritik. Einige Vereine und Stiftungen, deren Mitglieder Wohnungs- und Obdachlose sind, lehnen Zählungen grundsätzlich ab. Sie brächten keinen erkennbaren Nutzen und seien würdelos. Sie vertreten auch die Meinung, Wohnungslosigkeit könne man leicht beseitigen, nämlich indem man Betroffene eine Wohnung zur Verfügung stelle. Eines ist aber klar, in Zeiten von Energiepreisen, die durch die Decke schießen und Mietpreisen, die nur eine Richtung kennen, wird Wohnungslosigkeit und damit auch Obdachlosigkeit vermutlich ein großes Thema bleiben. Und wenn ihr jetzt noch mehr dazu erfahren wollt, dann können wir euch dieses Video hier empfehlen. Da zeigen unsere KollegInnen von Reporter, wie es Obdachlosen erschwert wird, einen Schlafplatz zu finden. Oder aber ihr schaut hier unser Video von letzter Woche. Macht's gut!